Guten Morgen. Ich bin aufgewacht auf diesem wunderschönen Campingplatz und habe hier jetzt eine Nacht gestanden, weil ich bin auf dem Weg nach Tasmanien. Ich wollte eigentlich ein ganz eigenes Video darüber machen, wie ich Farmwork suche und wo es mich dann hin verschlägt. Allerdings ging das so schnell, dass ich gar kein Video darüber machen konnte. Ich werde euch aber in diesem Video darüber erzählen, wie ich das gefunden habe und wohin es genau geht, etc. pp. Jetzt nehme ich euch erstmal mit auf die Reise nach Tasmanien. Ich bin gestern 3 Stunden gefahren und heute stehen noch mal ungefähr 5, 6 Stunden an. Dann bin ich in Melbourne und dann 10 Stunden Überfahrt nach Tasmanien. Die ganze Reise wird am Ende 2,5 Tage dauern. In der gleichen Zeit bin ich übrigens von Deutschland nach Australien geflogen. Also in Australien selber kann man wirklich sehr lange fahren und reisen. Es ist immer wieder erstaunlich für mich. Aber ja, auch die Fährüberfahrt hat 10 Stunden gedauert. Also ja, da war viel Musik hören und Podcast anhören angesagt, weil, wie ihr hier auch sehen könnt, der Highway ist langweilig. Da ist nicht viel los, man muss kaum überholen. Also ich werde eher die ganze Zeit überholt, weil 110 km/h erlaubt sind. Das ist die maximale Geschwindigkeit überall in Australien. Und ich fahre halt 15 km/h weniger, deswegen werde ich immer überholt. Aber das stört mich nicht, solange ich Geld dabei sparen kann. Und ja, wie ihr sehen könnt, es ist wirklich langweilig. Also für eine ganze Zeit lang saß ich wirklich einfach nur da und dachte mir, wann ist die Zeit vorbei? Aber dann kam irgendwann Melbourne näher und näher. Ich bin angekommen in Melbourne, beziehungsweise etwas außerhalb von Melbourne an einem Park gerade. Ich habe jetzt, glaube ich, 7 Stunden Fahrt oder so hinter mir. Und so 60 Kilometer vor Melbourne hat halt der Verkehr richtig angefangen. Man kommt halt von einem zweispurigen Highway einfach auf 5, 6-spurigen Verkehrschaos des Todes. Und an dem Punkt war ich ja schon 6 Stunden unterwegs. Oh, es war so unfassbar anstrengend jetzt eben. Und jetzt bin ich wieder raus aus der Stadt. Also man muss einmal an der Stadt oder durch die Stadt vorbeifahren, um halt hier unten dann in Geelong heißt das. Da fährt morgen dann die Fähre. Da muss man da einmal dran vorbei, um hier unten dann anzukommen. Und boah, ich bin so fix und fertig. Ich glaube, man sieht es mir auch so ein bisschen an. Aber ich habe es jetzt erstmal geschafft und ich hoffe, dass dieser Park auch mein Übernachtungsplatz wird, weil das nicht weit von Geelong entfernt ist. Und was auch schon wieder unfassbar ist, hier vor mir sind Toiletten und Duschen, warme Duschen, kostenlos. Also wenn man aus Deutschland kommt, ne, das ist einfach für mich immer noch so unglaublich und die sind so sauber. Ich habe schon geguckt, eben, ob die Duschen wirklich warm sind, weil ich überlegt habe, ob ich dann meine Haare wasche oder nicht. Aber die Duschen sind warm, deswegen werde ich jetzt wirklich einmal richtig duschen gehen. Und ja, weil sonst habe ich halt irgendwie so 3 Tage nicht geduscht oder so. Ist halt nicht so geil. Also mit morgen dann eingerechnet. Wenn jetzt hier sowas nicht gewesen wäre, dann hätte ich mich jetzt auch einfach gewaschen oder so. Aber ich habe eigentlich extra noch was geguckt, wo es Duschen gibt, weil ich ja mittlerweile weiß, dass es hier sowas gibt überall und dann kann man natürlich sich dementsprechend so ein bisschen einrichten. Das einzige Ding ist an diesem Park, dass vorne ein Gate ist und ich habe übelst Schiss, dass die nachts dieses Gate zumachen. Es steht nicht dran. Normalerweise, wenn was abgeschossen wird, steht ja dran von so und so. Es steht nichts dran, aber ich habe richtig Schiss, dass sie es abschließen, ich dann morgen hier um 5 los muss und ich dann hier aus diesem Park nicht rauskomme. Wäre halt schlecht, ne? Und ich bin mir nicht sicher, ob mich das ruhig schlafen lässt, aber ich gehe jetzt erstmal duschen und chille dann ein bisschen und dann gucke ich mir das vorne nochmal an. Aber wie gesagt, es steht halt wirklich nirgendwo irgendwas dran. Eigentlich muss das klar gehen. Mal schauen.
Wie kann so etwas umsonst sein? Ich check's nicht. In Deutschland müsste man wahrscheinlich, keine Ahnung, 10 Euro bezahlen. Das wäre trotzdem richtig ekelhaft. Also es ist übelst sauer hier drin. Wie geht das? Dusche war wirklich sehr erfolgreich. Es war richtig nice. Die Dusche war übelst heiß. Also ja, jetzt werde ich mal hier ein bisschen den Park erkunden. Das mit dem Geld beschäftigt mich natürlich immer noch. Das habe ich noch nicht geklärt. Genau, also ich werde jetzt hier einmal so ein bisschen erkunden, weil noch fühlt sich das hier nicht richtig an. Okay sein, aber ja, wie gesagt, ne, wenn man sich nicht wohlfühlt, dann kann es noch so schön sein und so idyllisch aussehen am Tag. Hier sind jetzt auch noch ein paar Leute, aber wenn man dann alleine ist, nachts, sieht alles anders aus, es hört sich anders an. Nicht gut. Und diese Befürchtung habe ich irgendwie, dass das hier später ein richtiger Gruselort sein wird für mich. Und da habe ich keinen Bock drauf, um es mal so zu sagen. Ich gucke jetzt hier vorne nochmal auf das Schild. Conditions of use. Also es sagt weder, dass kein Campen erlaubt ist, noch irgendwas. Also eigentlich ist es ja wie so eine Grauzone. Aber ich fühle mich trotzdem nicht wohl dabei. Also muss es, glaube ich, was anderes werden. Das ist halt manchmal einfach so, ne? Aber wenn man alleine reist, also vor allem als Frau, muss man das auch einfach ein bisschen anders planen. Wenn man zu zweit ist, ist das was ganz anderes, finde ich. Das heißt ja nicht, dass hier irgendwas passieren wird oder würde, aber ich schaue jetzt mal nach etwas anderem. Ich bin jetzt ein bisschen weiter gefahren, nur ein paar Minuten, ich glaube 10 Minuten oder so. Ich bin immer noch sehr nah an dem Ort, wo die Fähre morgen abfährt. Ich glaube eine Viertelstunde oder so. Was halt sehr nice ist. Es ist nicht so schön wie in dem Park. Ich drehe euch jetzt mal die Kamera. Ja, es ist ein Truckstop geworden, aber ja, hier ist es zumindest quasi erlaubt. Und es ist ja auch nur für ein paar Stunden. Es ist jetzt, glaube ich, schon fast 20 Uhr. Ich packe jetzt das Auto um. Ich habe mich hier einfach in so eine Ecke gestellt. Da werde ich jetzt, denke ich, auch keine Probleme mitbekommen. Es wird halt einfach laut und die Autos fahren halt hier dran vorbei, wie man hier sehen kann. Aber das macht mir jetzt nicht so viel aus. Ich weiß zumindest, dass hier nichts passiert in dem Sinne. Außerdem hat diese Tankstelle 24 Stunden offen. Das heißt, ich kann die nachts auch auf Toilette gehen und ja. So ist das halt manchmal, ne? Wenn man reist. Und kein Geld für einen Campingplatz ausgeben will und so weiter, da muss man damit halt einfach leben. Und das kann ich auf jeden Fall. Ich mache jetzt auf jeden Fall mal das Auto ready. Und ich glaube, dann gehe ich gleich schlafen. Oder bald. Es wird ja schon bald dunkel. Es ist jetzt kurz vor 8, das heißt, die Sonne geht da hinten ja gerade unter. Und dann ist es auch in 15, 20 Minuten dunkel. So ist das hier. Ich glaube, ihr könnt mich nicht sehen, aber es ist 5.30 Uhr. Ich bin gerade aufgewacht und ab 6 Uhr ist Check-in bei der Fähre. Also mache ich mich jetzt mal fertig und dann geht's los. Schuhe an. Zähne putzen gehen und losfahren. Okay, 6 Uhr,
Let's go. So, Check-in ist geschafft und die Quarantäne. Da werden einmal Kühlschrank kontrolliert und das Auto kontrolliert, ob man frische Lebensmittel dabei hat, beziehungsweise Obst und Gemüse. Das darf man nicht mitnehmen. Und ja, jetzt warte ich hier. Ich bin die erste in der Linie. Aber ich, also die ganz erste nicht, aber zumindest hier an diesem ersten Checkpoint. Ja. Ich bin gespannt. Das Schiff sieht auf jeden Fall riesig aus. Es ist hier neben mir. Also ich muss echt sagen, es ist ein richtig komisches Gefühl, so das Festland zu verlassen. Es ist natürlich noch Australien, aber ich weiß nicht, das fühlt sich ganz komisch an. Ich freue mich, aber gleichzeitig ist es auch so, will ich überhaupt das Festland verlassen? Also natürlich dumm so, das weiß ich auch, aber es ist irgendwie so ein ganz komisches Gefühl. Ja, Aufregung auf jeden Fall so, was jetzt Neues vor mir liegt. Ich fahre ja rüber, weil ich Farmwork gefunden habe. Und dort kann ich wohl auch meine ganzen 6 Monate machen, wenn ich dann möchte und wenn alles passt. Das ist natürlich sehr gut für mich. Es wird halt kalt da unten sein, aber zum Arbeiten ist das natürlich immer richtig gut, wenn es kalt ist eigentlich. Aber ja, es ist wieder was Neues und ich habe ja jetzt auch die letzten 7 Monate, 8 Monate, glaube ich, dort verbracht, wo ich jetzt weggefahren bin. Ich war da seit letztem Jahr Juni, wir haben jetzt März und das ist das erste Mal, dass ich halt so alleine jetzt wieder irgendwo hinfahre, wo ich noch nie war. Mit Tasmanien übrigens kann ich das letzte Bundesland abhaken. Ich habe jetzt alle Staaten damit einmal durchgereist. Das ist irgendwie crazy. Ja, definitiv ein neues Kapitel für mich. Ich freue mich, wie schon gesagt. Das Auto ist fertig mit dem neuen Radio und Licht da hinten. Das Bett ist jetzt richtig gestützt, der Kühlschrank ist befestigt, man hört nichts mehr hinten im Kofferraum. Das hat vorher immer so übelst geruckelt hinten. Das macht so einen krassen Unterschied aktuell. Also ich liebe den ganzen Umbau, es hat so viel Spaß gemacht und ja, jetzt neues Kapitel, neuer Bundesstaat und zweites Jahr Australien. Wie aufregend. Es sieht aus, als würde es losgehen. Dann gucken wir mal. Alrighty,
Ich bin drin, geparkt. Das war richtig geil, hier drauf zu fahren. Was soll ich sagen? Diese 10 Stunden Fährüberfahrt waren so langweilig. Ich habe ein bisschen geschlafen, ein bisschen Musik gehört, was man halt alles so macht. Das ist übrigens Tasmanien, wer das noch nie gesehen hat. Eine sehr kleine Insel im Süden von Australien und genau deswegen ist es hier auch so kalt. Es ist genau wie quasi Nordkap im Norden von Europa. Sehr kalt, ganzjährig fast. Und so ist es hier eben auch, nur im Süden. Und dann konnte man in der Ferne die ersten Berge von Tasmanien sehen, also Festland quasi. Und dann ging es ganz bald auch schon wieder runter und auf Tasmanien. Der letzten drei Autos, die jetzt gleich rausfahren werden, weil ich eine der ersten war, die hier drin war. Oh, es dauert so lange! Ich warte bestimmt schon eine halbe Stunde hier und alle Autos fahren neben mir raus, rechts, links, jetzt gerade die linke Seite hier. Oh, kein Bock mehr. Erste Nacht in Tasmanien war auf jeden Fall gut. Ich stehe an einem sehr schönen Platz. Ich war gestern erst an einem anderen Platz und als ich da ankam, war da einfach ein Festival. Also bin ich dann weitergefahren und bin dann hier gelandet. Und ja, mal davon abgesehen, dass genau hier vorne ein Zug dreimal in der Nacht durchgedonnert ist. Ein sehr langer, sehr lauter Zug. War es sehr ruhig und ich habe sehr gut geschlafen. Und ja, heute fahre ich dann zum Haus, wo ich dann wohnen werde. Und Montag startet die Arbeit, soweit ich weiß. Es ist auf jeden Fall ein bisschen kälter hier. Ich glaube, es sind nachts irgendwie nur 13, 14 Grad gewesen, aber sehr angenehm zum Schlafen. Und ich bin auf jeden Fall super gespannt, wie die nächsten Wochen werden. Es ist halt immer, wenn man einen neuen Job anfängt und ja, jetzt auch an einem ganz anderen Ort, das ist natürlich immer alles
aufregend und man weiß nicht, auf was man sich einstellen soll oder kann. Und dementsprechend bin ich natürlich relativ unruhig gerade. Also ich freue mich natürlich drauf, aber ja, man muss sich natürlich jetzt auch einfach wieder neu einstellen. Mir gehen tausend Sachen durch den Kopf und ja, ich muss mich die nächsten Tage jetzt einfach erstmal so ein bisschen einfinden in Tasmanien und auch an dem Ort, wo ich dann arbeiten und wohnen werde. Ist alles wieder neu. Aber ja, ich würde mich deswegen von euch verabschieden aus diesem Video. Danke, dass ihr wieder dabei wart und mich so ein bisschen begleitet. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr die natürlich sehr gerne in die Kommentare stellen. Und ich versuche die bestmöglich zu beantworten. Und abonniert natürlich auch sehr gerne meinen Kanal. Gebt einen Daumen nach oben. Das ist immer sehr gut für den Algorithmus. Und ich freue mich doch einfach generell drüber, wenn ich das sehe. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal in Tasmanien oder wie die Australier sagen, Tassie.